Heute ist doch der letzte Tag des Uferfestes. Ich wollte dich eigentlich bitten, mich heute Abend zu den Feierlichkeiten zu begleiten, Miss Layton. Oh, ist so süß. Ah, stimmt. Ich hatte ganz vergessen, dass gerade das Fest stattfindet. Was für ein Fest ist das denn? Es ist eine Londoner Tradition und findet am Ufer der Themse statt. Das Fest ist fantastisch, Shirl. Es gibt Strände, Stände. Ja, wegen Uferfest. Der Strandufer. Ja. Mit Speisen und Getränken und auch Auftritte und es macht jede Menge Spaß. Und weil es das Uferfest ist, gibt es da auch FKK-Baden. Es geht eine ganze Woche, aber heute ist der letzte Tag. Und weil es das Uferfest ist es vielleicht die Möglichkeit, etwa jemanden vom anderen Ufer zu finden. Ja, und als Höhepunkt der Festivitäten gibt es heute das große Uferbekenntnis. Ich bekenne mich zum IS. Zur Gehörigkeit des anderen Ufers. Genau, der IS bekennt sich zum Uferfest. Oh Mann, nein. Ja, das hört sich schon echt total fantastisch an. Ah, das ist es. Junge Männer, die ineinander verliebt sind, stellen sich in Scharen an den gegenüberliegenden Ufer. Der Themse auf und erklären sich ihre Liebe. Oh. Ich themse dich auch. Was? Vor allen anderen? Das ist ja widerwärtig! Aber hallo! Man sagt nämlich, dass Paare, die einander ihre Liebe am Uferfest kundtun, gemeinsam ewiges Glück finden. Ich frag mich, ob es wirklich dieses Uferfest gibt. Bestimmt. Wirklich? Von diesem Teil des Festes wusste ich ja gar nichts. Hättest du das mal nicht gesagt, dann wäre sie bestimmt mitgekommen. Herrlich romantisch, findest du nicht? Ich wollte eigentlich Miss Layton dorthin ausführen, damit wir uns das Spektakel gemeinsam ansehen können. Aber jetzt... Meintest du nicht, dass das jährlich stattfindet? Dann bleibt dir ja noch nächstes Jahr, Romeo. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Die Teilnehmerzahlen sind seit Jahren rückläufig. Gerüchten zufolge überlegt man, ob man das Fest nicht komplett abschaffen sollte oder lieber nach Köln verlegen, denn da sind mehr vom anderen Ufer. Schade, dass man dein Gesicht da nicht immer sehen kann. Das wäre so toll, wenn man deine Reaktion auf meine Sätze sehen würde. Ja, aber warum in Köln? Weil da mehr Leute vom anderen Ufer sind. Warum? Berlin sind auch genug. Aber Köln, wenn du Leute nach der Hochburg der LGBT-Szene, war das jetzt richtig rum? LGBT. Ja, LGBT-Szene fragen würdest. Ich glaube, die meisten würden eher Köln sagen. So, jedenfalls. Ich komme zu dir rüber, okay. Fein. Das könnte tatsächlich unsere letzte Chance sein, es zu erleben. Ja, nee, ist klar. Ich muss zugeben, dass sich das schon spannend anhört. Wirklich? Das romantische Ambiente berührt dich auch, oder? Wie schön. Nein, was anderes. Tut mir leid, Ernest, aber mich interessieren mehr die Essens- und Getränkebuden, die du erwähnt hast. Folgst deinem Hunger, nicht deinem Herzen. Du hättest ein Hund werden sollen. Außerdem, Ernest, Liebe geht durch den Magen. Ja. Und was wird sie dann, wenn sie da durch ist? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Schwanger. Was? Von... Achso, ja klar. Von Liebe, die durch den Magen geht. Nein, davon wird man nicht schwanger, für den Fall, dass irgendwelche Bravo-Fragen auftreten. Gut, reden wir weiter über weiter im Text. Halt endlich die Fresse und spiel das Spiel weiter. Ja. Ja. Essen schmeckt auf Festen irgendwie immer besser, findet ihr nicht? Stimmt. Ich finde das auch so gerade so Pizza aus Pizzabuden dort. Oder irgendwie halt. Ja.
Irgendwie Waffeln, ja. Muffins. Oh, Muffeln. Nee, Waffens. Nee, wie hießen die denn nochmal? Muffins. Wie hießen denn diese Waffelmuffins noch? Ich weiß es nicht. Muffins? Muffins? Nee, also die Dinger, die wir gegessen haben. Ja, auf ja, diesem Muffeln, einen. Muffeln oder irgendwie. Waffeln? Nee, auch nicht. Ich habe keine Waffen, Ahnung mehr. Waffen oder irgendwie so? Keine Ahnung. Aber es hieß nicht Waffing. Es war halt eine Mischung aus Muffin und Waffel. Ja. Wie auch immer. Ja. Liegt vor an der Atmosphäre. Ja. Oh ja, ganz deiner Meinung. Der steht so unterm Pantoffel. Ja. Du auch. Ja, Schatz. Wenn die Kamera ist, dann aus ist, dann reden wir nochmal darüber. Was? Ich finde, eigentlich stehe ich eher und. Nee, eigentlich, ich stehe nicht unbedingt unter. Wir stehen beide nicht unter. Wir stehen eigentlich beide wirklich nicht unter Pantoffel. Nee. Wir stehen aber auch nicht auf Pantoffel. Nee. Nee, wir haben beide nichts an den Füßen, außer vielleicht ich Socken. Mhm. Muffin? Ja, Muffin. Muffin? Muffin? Muffin klingt aber jetzt irgendwie. Ja, nee. Aber ist es Muffin? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht, aber ja, vielleicht. Muffels. Muffel. Ja, irgendwie so. Muffel, aber ich glaube nicht, Muffel. Nein. Doch, Muffel oder so hieß es. Ja, wie auch immer, weiter. ganz deiner Meinung, am schönsten ist es doch, wenn man etwas mit einem ganz besonderen Menschen teilen kann, oder? Nein, Essen teile ich nicht. Tja, na gut. Schätze, wir sollten Inspektor Hastings nicht länger warten lassen. Kommt, ihr beiden, wir müssen rüber zu Scotland Yard. Natürlich, Miss. Warum muss ich denn mitkommen? Weil du dir deinen Unterhalt verdienen musst. Du hast schließlich freie Logis. Logis, glaube ich. Logis hier in meinem Büro. Oder möchtest du lieber doch Werbung an der Straßenecke machen? Ich bin für Werbung. Ich hol meine Leine. So langsam befürchte ich, ich habe mir die falsche Agentur ausgesucht. Oh. Ja. Oh, ich finde, Miitopia geht auch nicht mehr weiter. Wir können es gern noch freischalten, aber. Ja, aber es ist zu eintönig. Ja, und sie hat es ja schon durchgespielt, sonst hätten wir es wahrscheinlich noch weitergespielt. Also und wären dann erst drauf gekommen, dass es zu eintönig ist. Also das Einzige, was halt wirklich spannend ist, ist der Endboss, aber dafür musst du halt erstmal so 12 Stunden oder sowas Eintöniges machen. Kämpfe mal. Oh, diese Musik. Ich finde schön, dass die Adelaide Musik verwenden. Hallo! Aber von wo genau ist das? Ist das aus. Ich weiß es, warte. Ist aus Verlorene Zukunft, glaube ich. Ja, da sind sie auch größtenteils in London. Das ist beim Park, glaube ich, da gewesen. Wo. Gut möglich. Ich glaube, das war so beim Steg ungefähr, wo der Hase war. Das ist ein Experiment. Ja. Na gut, weiter. Ja. hattest du das schon? Das bist du. Achso, das ist also das berühmte Scotland Yard. Liegt ja gar nicht in Schottland. Und ich hatte mich schon gefreut. Boah. Klischee. Schon recht imposant, nicht wahr? Ich habe tatsächlich mal einen Vortrag über Scotland Yard gehalten in Englisch. Oh. Mhm. Und warum sind die nicht in Schottland? Oder sind das nur so schottische Truppen oder genau, Polizisten warum, damals gewesen, die sich das da aufgebaut ich haben? Ich weiß gar nicht mehr genau, warum Scotland. Okay, so. Aber sowas von. Man muss ja auch bedenken, dass die Metropolitan Police dafür verantwortlich ist, das Gesetz in ganz London zu hüten. Achso, Metropolitan Police ist der andere Begriff dafür. Deswegen hat Hastings in der englischen Version auch Met einfach als Abkürzung gesagt. Ja. Das hier ist ein ganz besonderer Ort und nicht nur, weil Miss Layton und ich uns hier kennengelernt haben. Ich weiß auch. Oh, ich wette, das ist... Wie mit Emmy! Ja.
Oh, ich weiß es noch wie gestern, was für eine schicksalhafte Begegnung, nicht wahr, Miss? Ich hatte etwas geklaut. Nein, ich sollte angeblich eine Geldbörse geklaut haben. Aber eigentlich war es ein Junge, der sich Schuhe gekauft hatte. Das ist jetzt nicht die Zeit für nostalgische Schwelgeleien, Ernest. Inspektor Hastings hat einen möglichen Mord für uns, oder vielleicht auch nicht. Komm, gehen wir rein. Oh, tut mir leid, Miss. Du hast natürlich recht. Ich hasse sie. Oh. Ab jetzt findest du die Fallfinale in... Was? Fallfinale ist vielleicht dieses... Guck mal nach. Ich glaube, das ist Oma Enigma. Mhm. Das ist gut möglich. Gucken wir mal. Fallfinale sind Mini-Episoden, mhm, die du nur hier findest. Okay. Nach jedem gelösten Fall erscheint ein neues Fallfinale in der Liste. Ah. Da der Fall jetzt gelöst ist, kannst du dir die Beschreibung der Hinweise in der Akte ansehen. Okay. Ja. Wenn du einen Fall gelöst hast, kannst du hier nachschauen, welche Hinweise dir bei deinen Ermittlungen geholfen haben. Schaue Akten an, um deine bisherige Erfolge Revue passieren zu lassen. Okay. Wollen wir mal kurz gucken? Gucken wir mal rein. Kurze Geschichten, wie es bei den Charakteren nach der Haupthandlung weiterging. Okay, Silber versteckt. Gucken wir mal an, oder? Ja. Hi. Ciao, Bella. Sie sehen so wunderschön aus wie eh und je, Miss Layton. Vielen Dank. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob solche Komplimente angemessen sind. Ach, ich finde sie auch ganz toll. Ah, natürlich, Sie haben recht, Miss Layton. Es gibt da etwas, was ich Sie eigentlich fragen wollte. Sie hatten doch erwähnt, dass Besteck aus Ihrem Restaurant verschwindet, nicht wahr? Sie, das ist richtig. Wieso fragen Sie? Nun, ich fragte mich, ob Sie schon herausgefunden haben, warum es denn verschwindet. War es am Ende doch ein Dieb? Ja, also eigentlich war das alles nur ein simples Missverständnis. Oh? Es ist eigentlich völlig unspektakulär. Unspaghettikulär. Apropos, möchten Sie etwas essen? Wissen Sie, der Koch hat Besteck auf den Tischen gelassen. Und der Restaurantleiter fand es dann dort und dachte, es wäre aus Versehen liegen gelassen worden. Also hat er es dann woanders hinweggeräumt. Schreibt man das nicht zusammen? Nein. Also, ich glaube sogar nicht, aber ich habe es auch immer zusammengeschrieben. Ich schreibe es immer zusammen. Ich glaube, das ist falsch. Oder es geht beides. Ich denke, es geht beides, weil in Deutschklausuren habe ich es auch nicht als falsch. Na dann. Ach so? Also ist in Wahrheit gar nichts verschwunden, sondern wurde nur von verschiedenen Leuten an verschiedene Orte gebracht. Wie lustig. War das beim Silbertablett auch der Fall? Oh, nun ja, welche Silbertablette? Ich weiß ja nichts von einer Silbertablette. Es ist ja keine Grund, die Polizei zu rufen. Weißt du, wissen Sie? Ja, mach ich. Ja, gut. Sagen Sie nichts. Das Silbertablett ist also verschwunden, weil Sie es sich genommen haben. No, cool, wie du das mit der Hand machst. Bitte, Sie können die Wahrheit nicht von mir verstecken. Sie steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Ich finde, ihm steht was anderes ins Gesicht geschrieben. Irgendwie erinnert er mich an jemanden, aber ich weiß nicht an wen. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Wen? Jemanden, den wir beide kennen. Jemanden, den wir beide kennen? Also ich meine nicht Jan damit. Obwohl, der hat auch die Haare so hingehört. Nein. Wen kennen wir denn beide? Den? Nein. Doch, nein, ein bisschen schon, doch. Nein. Aber hallo. Außer Hautton. Du meinst jetzt nicht den ich denke? Doch. Denke ich gerade an jemanden, der mit der großen Hexe Silvana zu tun hat? Nein! Okay, gut, dann nicht. Ich hab schon gedacht. Wir machen hier gerade ein Gespräch, was... Wen denn dann? Wen denn dann? Ich kann jetzt... Ja, okay, reden wir später darüber. Also, wie hieß der überhaupt?